Ich glaube, im Kern macht Mobisol das, was im Titel der Veranstaltung heute drin ist, nämlich Sustainable Energy for All. Und die Zahlen sind ja eben kursiert, 2,7 Milliarden, wenn ich mir den Stromsektor angucke. Dann gibt es ungefähr 1,5 Milliarden Menschen, die gar keinen Stromzugang haben und nochmal dieselbe Zahl, die einen sehr unzureichenden und nicht sustainable Stromanschluss haben. Das ist letztendlich unser potenzieller Markt. Wir sind natürlich noch sehr klein, aber das Ziel ist schon letztendlich Access to Energy und auch im ruralen Raum wirklich die Elektrifizierungsrate zu steigern. Was wir konkret machen, wir entwickeln und vertreiben sogenannte Solar Home Systems, also kleine Photovoltaikanlagen, die letztendlich für private Haushalte Strom produzieren. Und was wir konkret machen, ist natürlich nicht nur ein Solarpanel und eine Batterie, weil das kann letztendlich jeder. Es gibt ein paar spezifische Eigenschaften des Systems, die notwendig sind, wenn Sie im ruralen Raum in Afrika letztendlich erfolgreich sein wollen. Und eine der Barrieren, die Sie haben, ist, dass Sie letztendlich kein Produkt verkaufen können, was zwischen 300 und 1000 Euro kosten kann. Diese Summe ist letztendlich nicht verfügbar. Das heißt, Sie müssen das Produkt anbieten mit einer Mikrofinanzierung. Das ist Teil unseres Produktes. Und das Zweite, was Sie machen müssen, Sie müssen eine Garantie letztendlich glaubwürdig vertreten können und anbieten können. Weil es gibt etliche Unternehmen, die Solarsysteme verkaufen, die wesentlich billiger sind als das, was wir machen. Und die letztendlich dann nicht da sind, wenn das System mal nicht funktioniert. Und wir haben vor Ort eine Infrastruktur, die letztendlich garantiert, dass innerhalb von 72 Stunden jemand kommt und etwas repariert, wenn es etwas zu reparieren gibt. Und das Dritte ist, Sie müssen den Kunden eine Möglichkeit geben, zu bezahlen. Und dadurch, dass die meisten Kunden kein Bankkonto haben, brauchen sie letztendlich eine mobile Zahlungsmöglichkeit. Das ist für uns zum Teil schwer vorstellbar, aber in den Ländern, in denen wir unterwegs sind, können Sie mit einem ganz alten Nokia-Telefon per SMS letztendlich Ihre Mikrofinanzierungsrate bezahlen. Das heißt, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, eine Kundenbeziehung aufzubauen. Und die Länder, in denen wir unterwegs sind, wurde eben schon gesagt, haben wirklich Elektrifizierungsraten von 10, 15 und 20%. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit den 80% um? Und damit Sie vielleicht eine Vorstellung bekommen, wer unsere Kunden sind, weil Sie können ja sagen, oh, das sind ja ziemlich teure Systeme, wie können sich die Leute das vor Ort leisten? Also es gibt eine weit verbreitete, glaube ich, ein Vorurteil oder eine falsche Vorstellung, dass nur weil Leute keinen Strom haben, also off-grid sind, letztendlich auch kein Geld haben. Ich könnte Ihnen etliche Kunden von uns zeigen, die, wir haben zum Beispiel einige hundert Maasai-Kunden, die zum Teil 1000 Kühe besitzen. Und der Mann, dieser Kunde ist enorm reich, hat aber keine Möglichkeit, letztendlich einen Stromzugang zu bekommen. Und wenn wir mit unserer Anlage ankommen, gibt es einfach die Möglichkeit, endlich für ihn Strom zu haben. Unsere Kunden haben natürlich in irgendeiner Form Zugang zu entweder Licht oder Strom. Das kann entweder Kerze sein, das kann eine Batterie sein, das kann Kerosinlampe sein, das kann ein Dieselgenerator sein. Und für diese ganzen Bedürfnisse an Licht oder Strom wird auch heute schon Geld ausgegeben. Und was wir machen, ist letztendlich, wir sagen, statt das Geld zur Tankstelle zu bringen, um dein Diesel zu kaufen für den Generator, nimm das Geld doch lieber, um letztendlich eine Solaranlage zu finanzieren, die nach 3 Jahren auch dem Kunden gehört. Und das ist also ein klassisches Substitutionsmodell. Und weil eben Herr Mofort sagte, dass es irgendwann sich rechnen wird, ich glaube, der Punkt ist längst schon gekommen in Afrika, dass letztendlich es keiner Subvention mehr bedarf. Das heißt, es ist eine völlig andere Diskussion als die, die wir in Deutschland haben. Die meisten von unseren Kunden sagen uns, ich gebe so und so viel aus für eine Batterie oder einen Generator und ich kann relativ sicher sagen, diese Anlage macht genau dasselbe wie dein Generator und kostet weniger. Und der Vorteil ist natürlich, dass nach 3 Jahren die Anlage dem Kunden oder der Kundin gehört, was dazu führt, dass es dann einfach keine laufenden Kosten mehr gibt, für die Stromerzeugung. Und bei mir kommt der Film am Ende. Ich habe einen kleinen 1,5-minütigen Film, den wir gedreht haben, in einem Dorf, wo wir angefangen haben vor 2,5 Jahren. Und den würde ich Ihnen gerne zeigen, damit Sie einfach die Realität sehen. Was macht das mit dem Kunden, wenn Sie zum ersten Mal mit einer Anlage ankommen, die Garantie hat, die vorfinanziert ist und die letztendlich die Möglichkeit bringt, Strom zu haben?
Und in dem neuen strategischen Dokument der ruandischen Regierung, die den langen Namen oder trägt Economic Development and Poverty Reduction Strategy, können Sie nachlesen, 50% dieses Elektrifizierungsziels on-grid, das bleibt, und 50% off-grid. Das heißt, in den Gesprächen, die wir führen, ist immer die Analogie, es ist ein Puzzle. Sie haben ein Puzzle, das hat 100 Teile, 17 davon haben Sie momentan auf dem Puzzle und Sie müssen irgendwie gucken, dass dieses Puzzle gefüllt wird. Und das sind wirklich komplementäre Strategien. Wir arbeiten zusammen mit den Regulierungsbehörden, wir arbeiten auch mit dem Netzbetreiber zusammen und wir haben überhaupt nicht den Eindruck, dass wir in irgendeiner Form von Konkurrenz stehen, sondern dass letztendlich alle Unternehmen, Organisationen, wie auch immer, die an diesem Elektrifizierungsziel arbeiten können, wirklich ein gemeinsames Ziel haben und jeder bringt halt einfach seinen Beitrag oder seinen Teil. Wichtig. Wir arbeiten mit einem Gouverneur einer Provinz in Ruanda zusammen. Der hat dieses Elektrifizierungsziel, ist runtergebrochen auf unterschiedliche Provinzen. Der muss sein Ziel erfüllen. Der kann natürlich dem großen Unternehmer glauben, der sagt, ich stelle dir 400 Megawatt Peak Solar hin bis 2016, vertrau mir. Oder er fängt halt bottom-up an und wir sagen, wir machen 3000 Anlagen im ersten Jahr. Der kann nach 6 Monaten sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir können sofort starten. Das heißt, sie haben einfach andere Projektlaufzeiten. Und ich glaube, dass die Erfahrung vor Ort, was wirklich passiert, auch infrastrukturell, wenn die ersten 100 Kunden in einer Region dieses Produkt haben, ist einfach ein enorm starkes politisches Signal, was irgendwann auch bottom-up sich aggregiert und letztendlich auch auf Regierungsebene ankommt. Das ist unsere Erfahrung. Okay.